Stuttgart-Bad Cannstatt zeigt sich immer öfters mit gesellschaftlichen Ereignissen im Frühling. So auch am Samstag, den 12. Mai 2018. An diesem Tage hatte der Turnverein Cannstatt zum traditionellen Frühlingsball in den großen Kursaal eingeladen. Und der TVC-Präsident Roland Schmidt begrüßte die vielen Gäste. Ich finde es klasse, dass Sie trotz Brückentag gekommen sind und sich Zeit nehmen, heute Abend ein paar gemeinsame, schöne Stunden bei einem interessanten Programm verleben zu können. Ich habe ein paar ganz wichtige Nachrichten. Die zweitwichtigste ist, der VfB hat 4:1 gewonnen. Immer ein interessantes Programm, das werden Sie auch noch kennenlernen heute Abend. Karl-Heinz Gies moderierte den Abend und konnte so viele Akteure des Vereins vorstellen. Die Vöglein im Walde zwitschern fröhlich dazu. Sie wissen, schon im Walde gibt's Käfer-Racken. Hier ist unsere Jiu-Jitsu-Gruppe. Der alljährliche TVC-Ball hat sich fest etabliert. Wen wundert's, bildet doch der große Kursaal eine eindrucksvolle Kulisse für einen schönen Ball. Und so wurde bis spät in die Nacht das Tanzbein geschwungen. Na dann, bis zum nächsten Frühlingsball anno 2019. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.